glauben, sie glauben der Bibel, aber sie glauben dem, wie sagt man, dem Computer. Internet. Dem Internet. Sie schauen da überall nach. Ein, der Professor Dr. Veit, oder wie die alle heißen, erstmal haben sie ja nicht die ganze Lehre Christi. Beispiel. Der schimpft, nehmen wir den Sabbat. Da heißt es, Gott hat gesagt, der Sabbat und alles. Und die lesen immer noch im Alten Testament und verwerfen das Neue Testament, das Jesus als auch Gott dann eingeführt hat. Wenn ich zum Beispiel ein Testament schreibe, im Fall ich sterbe und jemand anders, wenn ich es dann weitergebe, und ich ändere noch einmal das Testament, was passiert dann? Welches gilt? Das Neue. Es war nicht irgendeine Person, die Kirche, die geändert hat, sondern Jesus, Gottes Sohn, hat geändert. Und ändern konnte der Papst, Papst hat sogar den Bischöfen erlaubt, in gewisser Weise, ändern. Heiland hat doch gesagt zu Petrus, ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also, was muss ich noch mehr sagen? Ich gebe zu, es wurde da viel gebunden und gelöst, wo nicht unbedingt nach dem... Aber es ist, war nicht falsch, nicht schlecht, hat es Gott akzeptiert. Aber wenn natürlich ein Papst dann plötzlich eine andere Lehre gibt, als sie des Petrus, die würde sagen auch der Apostel, dann steht er nicht mehr auf dem Felsen Petri. Und der Heilige Augustinus sagt, dann ist ihm Auge im Auge zu widerstehen. Der Felsen ist und bleibt Petrus. Und der Papst hat auf diesem Felsen, Lehre Petri, der Apostel, zu stehen. Wenn er da abweicht, wenn er zum Beispiel einen Koran küsst, worin steht, verflucht sei, wer sagt, Gott hätte einen Sohn. Und der Stellvertreter, wie er sich nennt, Christi, küsst das. Seht ihr, wie blind die Menschen sind? Verführt. Was ist heute in der Kirche? Ist das überhaupt noch Kirche? Mich hat jemand gefragt, was für eine Kirche haben Sie? Ich wagte es nicht zu sagen, römisch-katholisch. Ich sagte, welche Frage? Ich bin die Kirche, die aus dem Herzen Jesu hervorging beim Lanzenstich. Es ist die Lehre Jesu und der Apostel. Das ist meine Kirche. Und niemand kann mir diese Liebe, vorwiegend als Mann, so viel Liebe zeigen, mütterliche Liebe der Kirche, wie eben Maria. Und die Kirche, ich kenne keine Kirche mehr,
kenne nur die Kirche, die Jesus gesagt hat, die Apostel gelehrt haben. Wo der Heiland in Leib und Blut vorhanden ist, immer wieder. Ich lese euch jetzt mal etwas vor. Man sagt natürlich, flieht aus den heiligen Städten, wenn ihr den Gräuel in heiligen Städten seht, dann flieht daraus. Jetzt habe ich gerade wieder gehört, dass man gesagt hat, das ist der alte Bund. Das war dann Jerusalem, als es dann von den Römern total zunichte gemacht wurde, dass man da schnell flieht und nicht. Das stimmt. Aber jetzt kommen es wieder, die werden sagen, die kennen die Bibel. Kennen sie doch nicht. Denn jetzt kommt etwas aus der geheimen Offenbarung von Johannes. Also, Offenbarung ist die Zukunft. Da steht, lese es wörtlich, denn von dem Wein des Zornes ihre Hurerei. Wisst ihr nicht, was in der Kirche alles gibt? Ich war im Vatikan, ich muss nicht nachsagen. Ich habe es gesehen, war über 2 Jahre drin. Ich habe die Homosexuellen und die Kinderschänder gesehen. Und die haben alle Heiden, alle getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben. Hurerei, sagt Gott, wenn man nicht nach dem Gesetze Gottes geht, daneben geht. Und die Kaufleute der Erde sind reich geworden von ihrer großen Wollust. Ein solcher Schmuck, Gold, Diamanten, nur eine Mitra. Ein Bischof hatte schon manchmal so viel Diamanten, dass sie über 500.000 Franken kosten. Und daneben gab es arme Leute. Sind reich geworden, eben die Käufer, die das für sie gemacht haben. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, jetzt Zukunft, geht aus, hinaus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel und Gott denkt an ihre Frevel. Dann nimmt er das auch mal wörtlich. Da heißt es weiterhin in der Offenbarung Zukunft, und danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hat eine große Macht und die Erde war erleuchtet von seiner Klarheit. Und er schrie aus Macht mit großer Stimme und sprach, sie ist gefallen, Babylon, die Große, deine Behausung der Teufel geworden, und dem Behältnis aller unreinen Geister. Und es werden sie beweinen und sie beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr Gehurt und Mutwillen getrieben haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand und werden von Ferne stehen vor Furcht ihre Qual und sprechen, weh, weh, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, in einer Stunde ist ihr Gericht gekommen. Und die Kaufleute auf Erden, was glaubt ihr, das ist jetzt nicht nur im Vatikan. Es ist überall, wo die großen Kirchen waren, wo man Seiden und Gold und Silber und all das benutzt hat. Die Kaufleute werden weinen und Leid tragen über sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen will. Die Ware des Goldes und Silber und Edelgesteins und die Perlen und köstliche Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechendes Holz und allerlei Gefäß von Elfenbein und allerlei Gefäß von köstlichem Holz, von Erz und von Eisen, von Marmor, und Zimt und Räucherwerk
und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl. Und ich sage, es ist halt so weit. Und da würde ich noch sagen, jetzt heißt da, es gibt ein Buch der Wahrheit und da glauben Sie jetzt, das heißt nicht, das Buch der Wahrheit sagt das, sondern die jetzt das verbreiten, dann sagen die, naja, die kleine Kirche, von wo Gott spricht, noch eine kleine rechte Kirche, das sind dann die Traditionalisten, Löweiber und die, ein Blödsinn. Haben nicht gerade die auch jetzt, ganz besonders, halten nicht sie sich an Gold und Silber und Purpur und Handschuhe im Hochsommer mit Handschuhe, da muss man natürlich noch einen größeren Ring haben zum drüber tun. Riesenklunker. Das ist ja das, was jetzt da Gott verwirft. Nein, diese Resterkirche ist sehr wahrscheinlich verlacht und verspottet. Die kommt erst so richtig zum Vorschein, wenn es Gott gefällt. Aber die wird kein Gold und Silber haben. Als ich mal dem Heiland sagte, du, es tut mir so furchtbar leid, dass ich dir nur so bescheidenes Behausen geben kann hier. Das Gold und Silber und alles, das gehört ja schon mir, hat er gesagt. Ich möchte eure Herzen. Edle Herzen, kostbare Herzen. Das ist, was dann die Kirche erfüllt in mir, zu Edelsteinen und alles. Und die Erneuerung, die kommt, die Kirche, die Erneuerung, dass wir kein Bischof, kein Papst, gar niemand machen, außer der Heilige Geist wird das. Und er wird es neu machen. Nicht, was die Traditionalisten meinen, wieder als Alte wiederholen. Alte Schläuche. Da gibt man keinen neuen Wein rein.